Blauer Himmel, Sonnenschein, fast Windstille. Es schien am Mittwochmittag beim Training des HSV im Volksparkstadion fast so, als sei alles in bester Ordnung. Doch das ist es nicht. Die Niederlage gegen das Tabellenschlusslicht schmerzt noch sehr. Ich glaube, das kann jeder verstehen, dass wir, ich sag mal, jetzt am Montag und am Dienstag uns natürlich auch damit beschäftigt haben. Montag etwas länger, auch in der Auswertung. Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen und dass den Jungs das auch nahe geht. Gerade auch, wenn du so ein Ergebnis zu Hause einfährst, kann jeder verstehen. Aber jetzt musst du den Kopf hochnehmen und das haben wir gemacht. Im sechsten Anlauf sollte es endlich klappen mit dem Aufstieg. 10 Spieltage verbleiben bis zur Endabrechnung am 19. Mai. Jetzt zählt jedes Spiel und jeder Punkt. Am Ende geht es darum, wir haben noch 30 Punkte zu vergeben. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir eine gute Ausgangsposition haben und dass wir es aus eigener Kraft schaffen können. Natürlich nicht mit so einem Ergebnis wie Wochenende, sondern du musst halt gucken, dass du Spiele gewinnst. Und daran werden wir alles setzen. Aber es wird immer so bleiben bei mir, dass ich dann wirklich von Spiel zu Spiel denke. Weil alles andere, wie soll ich sagen, ich habe vor dem Spiel ja auch viele Nachrichten gekriegt, was passieren würde, wenn. Es ist halt nicht passiert. Und glauben Sie mir, das ist mir schon öfter leider im Negativen passiert. Bereits am Freitag geht es für den HSV weiter. Dann steht das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf auf dem Plan. Das Hinspiel konnten die Hamburger zu Hause mit 1:0 knapp für sich entscheiden. Jetzt muss das Team vom Steffen Baumgart in die Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens reisen und dort unbedingt punkten. Also ich bin mir relativ sicher, dass Düsseldorf eine Mannschaft ist, die schon sehr, sagen wir mal, sehr bedacht ist, erstmal die Defensive zu stärken und sehr tief oft in Spielen agiert. Und das hat gar nichts damit zu tun, ob wir jetzt kommen oder eine andere Mannschaft. Daniel ist eine Mannschaft, der eine Idee der Disziplin im defensiven Bereich hat und dadurch natürlich auch ein sehr, sehr gutes Umschaltspiel hat. Gerade wenn wir das Spiel gegen Hannover sehen, beide Tore über Umschaltspiel und dann aus meiner Sicht lange sehr, sehr gut verteidigt. Nur 4 Punkte liegen die Düsseldorfer hinter den Hamburgern. Es ist also nicht nur wichtig zu punkten, um oben dran zu bleiben, sondern auch die Verfolger auf Abstand zu halten. Die Saison geht in die heiße Phase. Ein Sieg am Freitag und es könnte mit guter Laune ins frühlingshafte Wochenende gestartet werden.